So, wir stehen gerade am Bahnhof. Der Zug kommt gleich. Und es regnet. Und hier unten ist eine Tasche mit der NRW-Fahrt. Es wird wundervoll. Ich freue mich dann schon, durch München laufen zu dürfen. Super. Jetzt warte ich erstmal auf den Zug. Ja, es geht also los nach Wien. Man kann sich denken, wie das hier gerade entsteht. Ich sitze zu Hause vor meinem Mikrofon und kommentiere quasi das, was ich gerade am Schneiden bin. Ich habe viel zu wenig gefilmt, weil ich halt auch viel zu wenig Übung habe, was man filmen sollte. Wir sehen irgendeine Zugstrecke zwischen Salzburg und Wien. Ich habe keine Ahnung, wo das genau ist. Dem Wetter nach zufolge so, vor Linz noch. Ja. Wurden danach jedenfalls abgeholt vom Sebi. War super. Und das nächste, was dann kommen wird, ist die Aussicht von unserem Hotel. Wir waren noch essen, aber da habe ich nichts aufgenommen. Ich muss sagen, wir haben schon echt verdammt Glück gehabt. Also, boah, das ging schnell. Das sind jetzt die Bühnen. Mäßig gefüllt. Das heißt, die Bühnen sind immer mäßig gefüllt. Ich meine, also Zuschauer. Es waren am Abend deutlich mehr Leute da. Und was auch immer dabei war, war dieses Wasserballspiel. Ich weiß nicht wieso, aber es gab überall Wasserbälle und die wurden auch immer mal wieder auf die Bühne geschleudert. Das war sehr lustig. Naja. Und danach kam am Sonntag die Apokalypse, die man jetzt hier so sieht. War lustig. Ja, hier sieht man dann nochmal das Hotel. Keine Ahnung, warum man das nochmal sieht. Alter, das ist echt fail eigentlich. Ja, war jedenfalls ziemlich cool. Und dann waren wir bowlen. Die ganze Zeit trifft er nichts und dann zweimal in Folge. Und jetzt ist er am dritten Mal dran. Was sagen Sie dazu? Das ist scheiße, ja? Man muss natürlich dazu sagen, dass das Bowlen irgendwie Tradition hat am letzten Tag. Das ist eben Stefan. Mach das auch, ja. Das ist der Gewinner des Abends. Auch wenn es Vormittag. Der Gewinner des Abends. Das ist auch am Mittag. Ja, oh, genau. Wie geht's? Boah, das war klar. Ich glaube, das Ergebnis ist relativ eindeutig. Machen wir da noch ein Foto? Ja, jetzt nicht. Jetzt warte, wir sind in der Gesamtpunkt. Übrigens, Stefan noch. Schreibt man mit pH, nicht mit F. Ja, das ist es schon. Das konnten wir nur nicht ändern. Ach, voll des Zooms, ihr Cheater. Oh. Ja, die letzte Runde war wirklich so schlecht. Ja, bin ich ganz zufrieden. Ach so. Ja. Und dann sind wir auch direkt wieder bei der Heimfahrt. Das ist sehr abrupt. Aber wie gesagt, ich hab quasi sonst überhaupt nichts. Wir waren am Bahnhof eher mit Essen beschäftigt. Das ist jetzt dann irgendwo zwischen St. Pölten. Nee, warte. Irgendwo bei St. Pölten, glaube ich, war das. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. War geil, war laut. Keine Ahnung, wie man Vlogs macht. Beziehungsweise etwas Ähnliches. Danach kommen gleich so 10 Minuten sinnloses Gelaber. Aber vorher möchte ich mich bei Sina noch bedanken. Die mir diese geile Musik zur Verfügung gestellt hat, die da ziemlich chillig ist, was ich ziemlich cool finde. Die hat das selber gemacht. Man merkt vielleicht auch, dass es immer derselbe Loop ist, auf die einfach ein Solo drüber spielt. Aber ist ja egal. Das gute Teil ist 16 Minuten lang. Und das gilt dann auch auszunutzen. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt danach sehr viel Labern. Seitens von mir auf dem Heimweg.
Ist ein bisschen verwackelt, aber egal, ich glaube, da fasse ich das Ganze sowieso nochmal ein bisschen zusammen. Genau. Und falls ich es da nicht gemacht habe, sage ich dann einfach tschüss. Weil. Jo. 25 Minuten Wartezeit auf den nächsten Zug. Ich bin am Arsch der Welt. Das ist toll. Da vorne steht eine S-Bahn. Und lässt den Zug verdauern einfach immer noch eine Stunde. Es war eine blöde Idee, zur Kreuzstraße zu fahren, um dann mit der Mangfalltalbahn weiter nach Rosenheim. Ja. Oh, da kommt jetzt angeblich ein Zug. Die Schrankenanlage geht runter. Mal schauen, was passiert. Ja, da ist übrigens der Flughafen. Da ist eine Brücke. Diese Brücke. Da ist ein Bach. Dann halt labern, während man geht. Aber natürlich voll die Übung drin. Genau, so. Hallo. Beim Rücken sieht man eine megamäßig. Gut, sieht man das überhaupt? Ah ja, doch. Man kann es ahnen. Das ist eine super professionelle Kombination zwischen einem Rucksack auf eine Sporttasche, die ich auf dem Rücken trage. Ja, genau. Ich habe zwei Sachen auf dem Rücken hintereinander. Einfach nur aus dem Grund, dass die Tasche 6 Kilometer lang tragen an der Seite oder an dem langen Hauptgänge sehr unbequem sein kann. Und ich die viel lieber auf dem Rücken habe, deswegen. Ja, das heißt der Hauptgrund erstmal. Das zweite Problem an der Sache ist, durch das Gehen habe ich mir immense Erschütterungen in der Hand. Was sehr uncool ist. Ja, man muss sich eigentlich dafür echt hinstellen irgendwie. Ich wüsste halt nur nicht genau wo. So. Weil die Sonne geht gleich runter. Und es ist schwierig dann noch was großartig zu machen. Ja. Gut. Hier drüben sehen Sie eine tolle Bahnlinie, die sinnvollerweise nicht mehr fährt, weil es nicht Sonntag ist, sondern Freitag. Der letzte Bus ist vor 3 Stunden gefahren. Hilft mir natürlich jetzt nicht viel, weil ich jetzt heim will. Weil wir mit der Übung nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Ist blöd. Aber ja, kann man machen, ne? So. Wollte ich doch irgendwas sagen, ja. Rückblickend. Wien war geil. 6 Kilometer laufen macht sehr viel Spaß. Nicht. Und ja. Da vorne ist jetzt eine Ortschaft. Und wie gesagt, da ist der Flughafen. Semi, wenn du hier landest, du siehst, du bist am Arsch der Welt angekommen. Alias meine Heimat. Und ja, ist auf jeden Fall geil hier. Also fast. Der Himmel sieht man, wir haben wenigstens gutes Wetter. War nicht immer so. Ich bin auch schon mal, glaube ich, bei Schneeregen nach hierher gelaufen. Allerdings in die andere Richtung, also zum Bahnhof. Nicht heim. Und ja, bockt auf jeden Fall überhaupt nicht. Zwinker. Ich habe theoretisch auch noch die GoPro hinten drin. Falls mir beim Handy der Akku zusammenbricht. Nur habe ich dann da das Problem, dass ich nicht sehe, wo ich hinziehe. Und wahrscheinlich der Ton kacke ist. Also von dem her, schauen wir mal, was noch geht. Ich bin erstmal raus, bis später noch. So. Ich bin jetzt gleich da. Ich glaube, es ist jetzt der letzte Kilometer. Schönes Gefühl auf jeden Fall. Man sieht, ich bin jetzt nur auf die Gleise gegangen zum Laufen. Weil ich dann direkt bei mir rauskomme. Andererseits wäre es natürlich lustig, wenn ich den Video genau da beginne, beende, wo ich ihn angefangen habe. Nämlich an unserem Bahnhof. Ja.
Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Bock drauf, weil das ein Umweg von circa 400 Metern ist. Ich muss die Strecke wieder zurückgehen und ich mir Fußmarsch mit dem Gepäck, ehrlich gesagt, ganz gerne ersparen würde. Gott, ich verhake mich hier jedes Mal den ganzen Steinen. Das ist echt uncool. Ich habe auch langsam echt Hunger. Und ich glaube, wir haben nicht mehr wirklich was zu essen daheim. Also wirklich nicht. Ich habe noch eine Semmel da. Aber sonst wird's eng. Also warm kann ich mir nichts machen. Aber nicht schlimm, hatte ich ja zum Glück schon. Wäre halt nur geil, wenn nochmal. So. Und dann, ich glaube, das erste, was ich mache, ist in den Keller gehen und mir ein gekühltes Getränk holen. Weil das, was ich dabei habe, lag den ganzen Tag in der Sonne. Und ich kam heute schon in den Genuss eines Spezies aus dem Kühlschrank von der Fachschaft. Das war sehr geil. Ich wechsle jetzt auch mal die Hand. Einfach aus dem Grund, weil ist deutlich angenehmer so, wenn die andere Hand auch mal entspannen kann, ne? Das ist sehr toll. Und ich gehe jetzt auch gleich an einem wunderschönen Gleissignal vorbei, das da oben steht. Warte mal. Da. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin kein Eisenbahner. Ich laufe gerade zwischen zwei wunderschönen Weizenfeldern durch. Fällt mir gerade auf. Ist auf jeden Fall schön. Und hier sind, oh Gott, Brombeeren. Ah, ich glaube, das müssten Brombeeren sein, die hier so wild wachsen. Gab es früher mal viel mehr? Wäre schon wieder ein Auto. Nehmt mich mit, verdammt. Na gut. Bisschen unlogisch, ich gehe nicht auf der Straße. Sonst hätte ich mich bestimmt mitgenommen. Aber gut, ich bin ja nicht auf der Straße. Ich bin auf den Gleisen. Ja. Zum Glück fährt er keinen Zug mehr. Und wenn, dann würde ich ihn sehen. Weil, und da wo ich herkomme, kommt kein Zug mehr. Weil den hätte ich entweder gehört, wenn er mir vorbeigefahren wäre. Oder gesehen, wenn er rumgestanden wäre. War aber das nicht der Fall. Wir sind jetzt gerade bei Kilometer 5 der Bahnstrecke. So wie das aussieht. Und da vorne ist eine Pumpe für den Zugbeeinflussung, glaube ich. Warum auch immer wir die haben. Wir fahren eh nur mit einem Wagen. Oder das ist, was ist das? Ah nee. Ich glaube, das ist die Schalte für die Bahnlichter. Wir haben ja einen Bahnübergang da direkt. Über den bin ich auch vorhin rüber. Und der hat, glaube ich, die einzigen funktionierenden Bahnlichter auf der gesamten Strecke. Genauso wie wir den einzigen beschrankten Bahnübergang haben. Ja. Und ich glaube, das ist die Schaltung dafür. Und das andere, was ich ursprünglich gedacht habe, dass die Schaltung wäre, war einfach nur, dass wenn der Zug aus der anderen Richtung kommt, dass es aufhört zu blinken. Das ist verdammt sinnvoll. Fällt mir eigentlich auf. So. Ich werde es aber auch kameraglich wieder ausmachen, weil wir in das Dorf kommen und ich keine großartige Lust habe, dass man da die Häuser sieht und so weiter. Deswegen, ja, mache ich dann da die Kamera aus, glaube ich. Boah, voll toll, dieser Sonnenuntergang. Zeige ich jetzt aber nicht, weil wegen Häusern und so. Ich will nicht, dass man Häuser sieht. Finde ich nicht cool, den Leuten gegenüber. Ich gucke übrigens mit voller Absicht an der Kamera vorbei, weil ich einfach nur nachgucke, wo ich hinlaufe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich auf den Handybildschirm schaue, weil der ist ganz woanders. Mir tut der Arm voll weh, ey. Das Gepäck ist eindeutig zu schwer. Ja gut, bis dahin, keine Ahnung, wann das Video kommt. Das hier, was ihr gerade seht, wurde jedenfalls am 10. Juni aufgenommen, damit ihr das zeitlich ungefähr einordnen könnt. Und hier
ist das Festivalband. Keine Ahnung, wie lange das dran bleibt. Sehen wir dann. Ich hoffe lang. Aber damit bin ich jetzt wirklich raus. Ciao.